Das weiß auch fast jeder hier in Zahlen. Wir sind mit fast 600 Mitarbeitern eines der größeren Büros in Deutschland, an 7 Standorten und mittlerweile 55 Nationen. Wie ihr erstes gibt es fast genauso lange, seit 53 Jahren und auch seit dieser Zeit ungefähr gibt es eine sehr, sehr fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit. Anfangs zwischen Rainer von Gerkan und Fredrik Mark und Hinnerk Weberg im Wesentlichen. Wir arbeiten an 4 Standorten und in 11 Nationen. Mit 11 Nationen. Ja, wie gesagt, also wir sind ein bisschen jünger wie GmbH, aber die Freundschaft ist 53 Jahre lang, die Büros sind noch nebeneinander entstanden. Und ich stelle eigentlich die zweite Generation dieser Freundschaft dar. Die dritte Generation, ja, die ist jetzt gerade in Werden. Wir haben uns auf ein Projekt beschränkt bei der Vorstellung einer Referenz. Das ist jetzt der Stadteingang, auch ein Stadteingang in Hamburg. Erster Preis, der 21 gewonnen wurde. Und hier sieht man eben auch, auch in ähnlichen Größenordnungen, glaube ich, 34 Hektar, bei Westkreuz sind es 74. Ja, was hier? Hier will ich. 70 Hektar, also sogar ein bisschen größer als das Dreieck. Und hier sieht man eigentlich sehr schön, wie auch schon unsere Vorväter reagiert haben auf Lärm und auf Unordnung. Ganz unten am unteren Bildrand sind Bebauungen von Herrn Schumacher. Und dann geht es weiter mit GmbH-Bauten. In der Mitte dann auch mal eine Zeichenhaftigkeit von Chipperfield. Und ja, das ist für uns eigentlich so das Ziel, eine ähnliche Komplexität und Antworten zu finden auf die doch sehr, sehr diversen und widersprüchlichen Gegebenheiten hier auf dem Gebiet. Ja, bei dem sieht man also rechts die Pictos und weil die Fläche jetzt bei uns ja ein bisschen größer ist, da in Hamburg das nicht an der Elbe, die ja hier in, also was habt ihr ja hier nicht in Berlin? Ja, und auch hier war das große Problem, man sieht das auf dem Diktus in dem gesamtstädtischen Kontext, das auch zu betrachten und was hier auch eine ganz spannende Aufgabe wird, Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Wie wird das aussehen? Und das war für uns auch das Problem. Deswegen unten rechts das Bild mit der Nähnadel. Wie können wir das alles letztlich verbinden? Ja, Sie haben uns gefragt nach Strategien für die Aufgabe. Das sind so unsere Theoremen unseres Büros. Die Einfachheit, das bringt man nach einer einfachen Lösung, das wird hier nicht ganz so einfach sein. Sicherlich, aber von dem Einfachen sollten wir dann das Beste nehmen. Die Vielfalt in der Einheit, da wird uns nichts anderes übrig bleiben, weil das Grundstück ist so vielfältig, dass man danach eine Einheit suchen muss und dann, wenn man die Einheit hergestellt hat, dann wieder eine gewisse Vielfalt. Die strukturelle Ordnung, wir müssen die Funktionen ganz sorgsam strukturieren und organisieren, sodass dann auch geordnete Bauformen rauskommen. Und bei der Unverwechselbarkeit, das ist dann das, was uns alles dann als übergeordnetes Ziel vor Augen schwebt, ist, dass man eben aus den Bedingungen, aus den jetzt widersprüchlichen Bedingungen des Ortes eine Identität schafft, in der Übereinstimmung mit den Aufgaben. Ja, wir haben da so eine Überschrift, wir mit unverwechselbarer Identität. Naja, also bei den Zwängen hier, da bin ich mal gespannt mit den Außenanlagen, den Grünanlagen, was das für eine unverwechselbare Identität ist. Denn diese unverwechselbare Identität, wenn man sich das Modell anguckt mit den ganzen Straßentrassen und sonst, die ist ja eigentlich schon da. Klar, Nachhaltigkeit, alles, was wir schon gehört haben, aber ganz unten rechts, das ist das Entscheidende, die Kunst, eine lebenswerte Stadt letztlich dann zu schaffen mit all den Anforderungen in der heutigen Zeit. Und wenn wir dann noch einen Schuss Poesie da noch reinkriegen, ich glaube, dann sind wir wirklich gut. Ja, als wir das alles so gesehen haben, erstmal so in den Plänen, dann kam so die Frage, wie kann urbanes Leben in einer unwirklichen Landschaft voller Lärm und Isolation aussehen? Diese Problematik hatten wir auch bei dem Stadteingang in Hamburg. Aber das ist für uns keine Resignation. Also das ist der Grund, weswegen wir hier flockig mitmachen. Jetzt hier, weil das letztlich eine Herausforderung ist.
Und das Schlimmste ist ja lange Beine und ich glaube, das wird schon näher kommen. Unterschiedliche Flächen mit unterschiedlichen Zuschnitten und Potenzialen stehen in der Aufgabenstellung. Diese Projekte sind, oder die einzelnen Felder sind auch Orte kleiner Frustration gewesen. Wir selbst waren an den verschiedenen Wettbewerben beteiligt, ob es nun an der Messe ist oder an einem Gutachten für das ICC und auch am Bahnhof Grunewald waren wir tätig. Es ist halt so Berlin, dass dann im Prinzip doch mal wieder ein großer Schritt gemacht wird und da sind wir eigentlich alles auch sehr dankbar dafür, dass es jetzt den großen Masterplan gibt, der natürlich dann auch wieder einen Zeithorizont zum Nachdenken, zum Reflektieren bietet und am Ende dann wirklich etwas rauskommt, was tragfähig ist. Ich habe so ein bisschen, das tut mir leid, dass ich das hier sagen muss, aber wenn man sich die Laufzeit anguckt, dann fragt man sich natürlich, ob der Umbau, der komplexe, sehr teure Umbau eines Autobahnkreuzes jetzt wirklich die initiale neuen Stand ist. Vielleicht kommt das ja dann im Werten des Masterplans, dass man da vielleicht Fahrradwege draus macht. Also wir sind jedenfalls ganz froh und vom Scheitern und immerwährenden Neubeginn zu berichten. Und da ist jetzt hier unser dritter Mitstreiter, das ist Christian Spenker dahinter, der hat zum Abschluss dieses Projekt am Grunewald nochmal eine Skizze gemacht. Das ist jetzt von der anderen Seite geguckt, also vom Osten her geguckt. Und da sieht man dann, wenn man nicht allzu viel macht, sondern im Prinzip die Natur und den Landschaftspark sich entwickeln lässt und vielleicht schaffen wir es dann, zumindest die Vision hinzukriegen, dass die Stadt angebunden ist an den Grunewald. Das wäre schon ganz toll. Aber wir wollen uns auch natürlich der kompletten Aufgabenstellung stellen und sind ganz froh, dass wir dabei sind und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.